Ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Unter dem Druck Moskaus haben Briten und Amerikaner die seit langem angekündigte und von uns erwartete Invasion begonnen. Sie findet Deutschland in Bereitschaft. In der ersten Stunde des 6. Juni, wenige Minuten nach Mitternacht, rollt die gewaltige militärische Aktion an. Die Flotten zweier Weltmächte sind mit Unterstützung großer Luftwaffenverbände im Anmarsch auf die europäische Westküste. Unter gleichzeitigen schweren Bombenangriffen setzt der Feind im Hinterland der Seinebucht starke Luftlandeverbände ab. Deutsche Vorpostenboote nehmen die Annäherung der feindlichen Einheiten auf und geben die Meldungen weiter. Alarm, Pferde! Batterien schwerer und leichter Flak bekämpfen Bomber und Luftlandeverbände. Mündungsfeuer und Explosionen erhellen die Nacht. Steigen aus dem Dunkel auf. Stoßtrupps der Infanterie bei der ersten nächtlichen Berührung mit aus der Luft gelandeten Gegnern. Vorpostenboote geben die Meldung, dass größere Schiffseinheiten sich der Minensperre nähern. Stellen der Atlantikfront treten schon jetzt die schweren Kaliber in Aktion. Die gesamte Abwehrfront ist im Alarmzustand. Schnelle Einheiten der deutschen Kriegsmarine setzen zu nächtlichen Gegenstößen an. Volltreffer! Der Tag hat begonnen. Im Morgengrauen tauchen aus der Kim in der Seinebucht die Massen der angloamerikanischen Invasionsflotte auf. Mit einer Fernkamera hat der Kriegsberichter unmittelbar vor Einsetzen des gegenseitigen Artilleriebeschusses diese Aufnahmen gemacht. Kleinere Landungsfahrzeuge übernehmen von den Transportern Truppen und Material. Abwehr aus allen Rohren! Seiten britischer Kriegsschiffe. Das Gefecht zwischen Küstenbatterien und Schiffsartillerie ist im Gange. Landungsboote laufen in die Ornemündung ein.
an Land gehende Truppen und Panzer werden sofort mit Pack, MG und leichten Geschützen bekämpft. An vielen Stellen kommt es schon hier zu erbitterten Nahkämpfen, die den Feind blutige Opfer kosten. Landungsboote. Ihre Besatzungen wurden im schnellen Stoß vernichtet oder gefangen genommen. Tote und Trümmer am Strand. Im Raum von Caen und Bayeux tobt eine schwere Schlacht. Deutsche Eingreiferbände sind in voller Wucht mit allen Waffen an den Feind gekommen. Ein Waldgebiet, in dem der Feind Tausende von Luftlandetruppen abgesetzt hat, wird eingekesselt. Segler an einem Baum verschellt. In den Zweigen hängen Fallschirme. Ein Teil der Opfer. Nach harten Gefechten werden aus dem Waldabschnitt Hunderte von Gefangenen herausgeholt. In ihren Aussagen zeigten sie sich immer wieder überrascht, dass das große Ereignis für sie schon in den ersten Stunden der Invasion abgeschlossen sein soll. Überwältigt und entwaffnet werden sie abgeführt. Sie waren 3 Tage ohne Nahrung und Wasser. Taschentuch mit eingezeichneter Karte. Der Fluchtweg in die Schweiz ist besonders deutlich gekennzeichnet. Ein Landeplatz zahlreicher Lastensegler, deren Besatzungen so schnell von deutschen Truppen gestellt wurden, dass sie sich zum Kampf gar nicht erst entwickeln konnten. Einer der vielen abgeschossenen Lastensegler. Dieser erhielt unmittelbar vor der Landung einen Flaktreffer in die Fläche. Dieser wirkt einen kompletten Funkwagen. Gefangene aus Neuschottland. Kanadische Fallschirmjäger. Luftlandesoldaten aus dem Norden Schottlands bei der ersten Vernehmung vor dem Abmarsch in die Lager. Amerikanische Bomber im Anflug. Flak-Artillerie nimmt die angreifenden Verbände unter Feuer.
Bomben auf die Stadt Caen. Bomberwellen bringen dem andrängenden Gegner laufend Unterstützung. Deutsche Jäger im Anflug auf die Feindverbände. Schwerer Luftkämpfe über dem angloamerikanischen Landekopf an der Seinebucht. Abschuss eines Viermotorigen. Die letzten Flüchtlinge verlassen die von dem Bombardement schwer mitgenommene Stadt Caen. So erlebt Frankreichs Bevölkerung die versprochene Befreiung. Weitere deutsche Eingreifverbände werden zu einem groß angelegten Gegenstoß an den Feind herangeführt. Ihre Annäherung können auch die Massen der angloamerikanischen Bomber nicht verhindern. SS-Division Hitlerjugend im Gefecht. Unterstützt von Flak-Artillerie werden feindliche Panzervorstöße aufgefangen und Gegenstöße eingeleitet. Brennende Feindpanzer im Hintergrund. In der fruchtbaren Landschaft der Normandie hält der Tod grausame Ernte. Immer wieder werden aus den Feldern und Wiesen Gruppen feindlicher Landungstruppen herausgeholt und gefangen genommen. Amerikanische Panzer vom Typ Sherman. Sie wurden bei einem Durchbruchsversuch restlos zerschlagen. Die hervorragende deutsche Panzermunition durchdringt auch den härtesten Stahl. Durch das hohe Korn fühlt die Spitze, gefolgt von den SS-Grenadieren, weiter vor. Brennende Panzerwracks säumen den Kampfweg. Über
überwunden und zusammengeschlagen. So schleppen sich diese drei in die Gefangenschaft. Panzer nach vorn. Auch im Raum von Bayeux treffen die Aggressoren auf einen Widerstand, der ihnen ungeheure Verluste bereitet. In den kleinen Küstenorten toben erbitterte Straßenkämpfe, die unter Einsatz aller Waffen von deutschen Soldaten mit einem heiligen Ernst geführt werden. Der entscheidende Kampf um Europas Zukunft hat begonnen.